Es ist ja jetzt ein Tag später. Also Gott sei Dank, es ist jetzt ein Tag später. Und ja. Ich habe das gestern nur auf dem Second Screen geguckt. Hab mich dann doch hypen lassen, ich Idiot. Und wollte es halt die ganze Zeit unbedingt sehen. Und dann hing ich aber so lange im Schulprojekt fest, dass ich es dann halt nur quasi nebenbei geguckt habe. Deswegen gibt es auch keine Live-Reaktion. Seid froh, weil ich weiß nicht, wie die ausgefallen wäre. Jetzt einen Tag später. Es kommt ja selten vor, ne, dass ich ein Spiel frühzeitig ausmache. Aber gestern war es mal wieder soweit. Ich habe dann zur 80. Minute habe ich dieses Spiel ausgedrückt. Weil ich war halt eben Schulprojekt und ich hatte keine Lust mehr. Ich hatte wirklich keinen Nerv mehr dafür. Und ich verstehe es bis heute nicht. Ich habe auch, als das im Radio durchgesagt worden ist, ist direkt auf stumm geschaltet, weil ich es mir nicht anhören kann. Ich kann es nicht hören, ich kann es nicht sehen, ich verstehe es einfach immer noch nicht. Was da gestern passiert ist, wie das passieren konnte. Und also kein Disrespekt an Kaiserslautern. Die haben verdient gewonnen. Und herzlichen Glückwunsch zum Halbfinale. Insofern muss man sein, aber ich sehe es halt einfach nicht. Man hätte dieses Spiel nicht verlieren müssen. Es gibt zwei Arten von Verlieren, ne? Die eine Art ist, stell dir vor, du spielst gegen Bayern München und oder Bayern München ist ein schlechtes Beispiel, weil da verlierst du halt in der Regel, aber auch da versuchst du mit Mann und Maus zu verteidigen und irgendwie ein gutes Ergebnis zu erzielen und am Ende ja, kriegst du doch das eine Gegentor. Dann denkst du dir, okay, du hast ein gutes Spiel gemacht, aber qualitativ reicht es dann halt am Ende nicht. Ja, ist die Qualität dann doch größer. Oder ich weiß nicht, ob ihr Handball-EM geguckt habt, aber da zum Beispiel, Deutschland hat gegen die Top-Nation immer mit -3 Toren verloren. Da wäre meine Aussage, okay, alles klar, man kann mithalten mit diesen Top-Nationen, aber am Ende reicht es halt von der Qualität her nicht. Du hast aber trotzdem ein super Spiel gemacht und hast gegengehalten, hast alles versucht, was geht. Und am Ende verliere ich lieber, wenn ich dann sehe, ja, okay, die sind halt besser, die haben halt die Qualität, die haben halt die Unterschiedsspieler. Es reicht dann halt einfach nicht, als, ja, jetzt ändern wir mal die Taktik und jetzt stellen wir mal ein bisschen um und dann machen wir dilettantische Abwehrfehler und laden den Gegner ein. Und deswegen gewinnt ihr dann plötzlich Spiele, so wie in Wiesbaden oder so wie gestern gegen Kaiserslautern. Boah, Freunde, Alter, ich könnte mich jetzt schon wieder in Rage reden, weil ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass Kaiserslautern besser war, weil am Ende waren es für mich, für meinen Geschmack, das, was ich so grob gesehen habe, waren das 3 Chancen und alle 3 waren drin. Und bei Hertha fehlt dann die Durchschlagskraft, wenn man dann mal Torchancen hatte. Man hatte eine ganz dicke, also neben dem Tor, was Fabi da noch geschossen hat, von Tabakovic. Sowas muss, normalerweise muss das rein. Also, und wenn die reingeht, dann hast du ein ganz anderes Spiel, da steht es nämlich 2-1 und dann kannst du dich nochmal aufbäumen. Und ich verstehe es nicht. Mir wurde erst angezeigt 4-2-3-1 und ich habe es mir auch so gebaut. Am Ende war es dann wohl doch die Dreierkette mit 3-5-2, wo ich mich frage, warum? Warum baut man das jetzt um? Warum stellt man Gersbeck ins Tor? Warum baut man auf Dreierkette um? Warum ändert man das System? Warum spiegelt man Kaiserslautern, die auch 3-5-2 spielen? Bleibt doch einfach bei deinem alten System. Du hast die Spieler dafür. Danach ist der Kader ausgelegt. Auch wenn Fabian Riese nicht spielt, bleibt doch einfach dabei. Und auf der Pressekonferenz, die ich mir nicht angucken konnte, weil ich extrem sauber, kam dann woraus, ja, im Trainingslager haben sich alle mit dem Norovirus angesteckt. Ich habe keine Flügelspieler mehr. Aber auf der Bank sitzen 4 Flügelspieler. Mit Jhandaoui, mit Reese, mit Christensen und ich glaube noch einer. Aber mindestens 3 Flügelspieler saßen auf der Bank. Und da frage ich mich, warum? Was hat dich dazu bewogen, diese Taktik zu wählen? Wirklich jetzt? Du bist halt kein Trainer fürs 3-5-2.
Das hat einmal funktioniert in diesem Hero-Spiel gegen Leverkusen mit Seferk auf der Schiene. Das hat einmal funktioniert. Ansonsten funktioniert dieses System nicht. Du bist nicht dafür ausgelegt und vor allem, du als Hertha BSC bist eigentlich eine Mannschaft in der zweiten Liga, die gejagt werden sollte, die eigentlich vorne wegspielen müsste und eigentlich in der Regel die meisten Spiele gewinnt. So. Und nicht wie in der Bundesliga um jeden Sieg kämpfen muss, um am Ende des Jahres die Klasse zu halten. So, was stellen wir fest? Wir klammern jetzt Jena mal aus, aber Mainz bist du auf dem Papier eigentlich nicht der Favorit, weil Mainz ist der Bundesligist, die waren unter Druck. Dann HSV besser positioniert in der Tabelle, eigentlich eher der Favorit, ja, dann gewinnt das Spiel. Kaiserslautern hat davor, vor dem Schalke-Spiel, glaube ich, 8 Spiele oder sowas nicht gewonnen. Ist eigentlich nicht der Favorit. Eigentlich denkt man sich so, ja, qualitativ müsste Hertha Kaiserslautern schlagen können. Was passiert? Kaiserslautern kauft uns den Schneid ab. Nach 5 Minuten erstmal so ein dilettantisches Tor, weil einfach Jan Elvedi nicht gedeckt ist im Rückraum. Das zweite Tor ist, wie frei will was Tachi, der da noch sein, der kann ja seine Außenbahn langlaufen und dann legt er den da in die lange Ecke und der dritte war. Das geht auf Bujas Kappe, ganz ehrlich. Und am Ende, also ich kritisiere seltenst den Trainer. Aber das Ding geht auf Pal. Und ich habe schon mal, ich glaube, gegen Hannover oder sowas habe ich das, glaube ich, mal gesagt. Danach wurde es zwischenzeitlich ein bisschen besser. Stichwort Elversberg oder so. Aber was ich an Pal überhaupt nicht verstehe, der hat so ein schlechtes In-Game-Coaching. Also In-Game-Coaching bedeutet quasi, okay, ich sehe gerade, mit der Taktik funktioniert das nicht oder mit dem Spieler funktioniert das nicht, also muss ich jetzt wechseln, um einen Impuls zu verändern. Vielleicht muss ich das System umstellen, vielleicht muss ich den und den Spieler rausnehmen. Vielleicht habe ich auch beim letzten Mal gesehen, dass mit Seevolk auf Flügel funktioniert nicht, also baue ich da jemand anderen hin. Das hat bei ihm einfach nicht funktioniert. Und da verstehe ich es dann auch einfach nicht und man hätte jetzt auch einfach sagen können, als Trainer, pass auf. Das ging auf meine Kappe. Ich habe da eine Taktik gesehen, die ihr alle irgendwie nicht könnt. Ist nicht eure Schuld, ist meine Schuld. Tut mir leid. So. Hat er aber nicht gemacht, sondern er hat Ausreden gesucht. Und ich verstehe es halt nicht. Ich finde, Kaiserslautern wäre schlagbar gewesen. 5000 Pfälzer feiern jetzt die Party ihres Lebens. Seit 10 Jahren mal wieder im Halbfinale, sorry. Was soll ich sagen? Man hat einfach. Dass diese Riesenchance, die so wahrscheinlich nie wiederkommen wird, hat man einfach leichtfertig verschenkt. Wirklich leichtfertig verschenkt. Da fehlen Grundtugenden, Loch und Löcher. Also, du hast gegen Wiesbaden so verdient verloren, verlierst jetzt gegen Kaiserslautern so verdient. Und wenn du so gegen den HSV spielst, dann gute Nacht, Marie, dann wird das genauso schlimm wie im Hinspiel. Dann kriegst du auch wieder mindestens 3 Dinger. Du hast jetzt in drei Spielen, hast du, was sind's denn? 8 Gegentore waren es, glaube ich, ne? 8 Gegentore hast du gefangen in 3 Spielen. Freunde, da, das hat auch nichts mit fehlender Entwicklung zu tun oder ja, Umbruchssaison oder sonst was, sondern da fehlt es an allen Ecken und Enden. Ohne Fabi geht schon mal gar nichts. Und wenn Fabi wieder mal auf dem Platz ist, dann ist die Taktik so scheiße, dass er auch nichts mehr machen kann. Gut, er trifft dann zwar am Ende, aber da war das Spiel eh schon entschieden. Und man kann jetzt auch nicht erwarten, dass nur weil es 0-2 steht, ein Fabian Riese kommt und dann gewinnen wir das Ding noch 3-2. Das kann so nicht funktionieren. Also von daher, irgendwas ist da komplett schief gelaufen. Ich suche immer noch Antworten. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Es tut mir leid. Vielleicht habt ihr ja eine Erklärung dafür. Aber wir können jetzt nicht weiter rumkrollen. Wir müssen das jetzt leider so nehmen. Nächstes Jahr fliegen wir eh wieder im Braunschweig in der ersten Runde raus. Das heißt, die nächste Chance kommt dann in 2 Jahren. Vielleicht gibt es dann nochmal so eine historische Chance. Ich weiß es nicht. So, müssen wir mal gucken. Am Ende ist jetzt das nächste Spiel gegen den HSV. Und da muss jetzt mal eine Änderung her, weil es wurde sogar auf der PK vor Kaiserslautern gesagt, ich bin überzeugt davon, dass wir das besser machen werden als gegen Wiesbaden. Ich habe es nicht gesehen.
Ich habe es nicht gesehen. Es war nicht besser als gegen Wiesbaden. Und jetzt bin ich gespannt, wie sie gegen den HSV auftreten, weil das ist nochmal ein ganz wichtiges Spiel. Mal angenommen, man will wirklich aufsteigen, so intern und insgeheim, dann muss man dieses Spiel gewinnen. Ganz einfach. Mir fehlen da ehrlicherweise die Worte. Und deswegen beende ich das jetzt hier an der Stelle. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß gleich noch mit dem anderen Video, was jetzt gleich noch kommt. Und ja, dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Least we are together. I know I'm not alone.